2010 für die katholische Kirche, auch im Münsterland, war das überhaupt kein gutes Jahr. Hunderte Fälle von Missbrauch wurden bekannt. Besonders häufig betroffen waren Heimkinder. Einige ihrer Geschichten haben wir Ihnen hier in der Lokalzeit schon gezeigt. Heute wollen wir Ihnen Norbert Oeste aus Münster vorstellen. Er fühlt sich doppelt von der Kirche betrogen. Geboren als unehelicher Sohn eines Pfarrers und deshalb in ein Heim gebracht. Ein wirkliches Zuhause war es nie. Norbert Oeste auf den Spuren seiner Vergangenheit. Er war ein kleines Baby, als seine Mutter ihren unehelich geborenen Sohn ins Vinzenz-Kinderheim in Münsterhandorf brachte. Die Erinnerungen tun bis heute weh. Die habe ich an sich von 1950 bis 1961, meine ganze Kindheit, hier verbracht. Fast nur schlechte Erinnerungen, kann man sagen. Wenn ich dieses Gebäude sehe, ich möchte auch an sich nicht weitergehen. Ins Haus werde ich nicht gehen, nein. Ich habe nicht einmal Liebe gekriegt. Ich bin nicht einmal von einer Nonne im Arm genommen worden oder einem Fräulein oder sonst was. Nein. Aber so viel Liebe hätte meine Mutter mir auf jeden Fall mehr gegeben, als das, was dieses Heim mir gegeben hat. Die Mutter hatte damals als Haushälterin gearbeitet, im Pfarrhaushalt der Gnadenkapelle in Telgte. Beim Amt wurde als offizieller Vater der Steinmetz vom Friedhof eingesetzt. Die Mutter hatte aber immer gesagt, dass das nicht stimmt. Es muss ja vertuscht werden, dass der Vater, wirklich der wirkliche Vater von mir, ein Pastor aus Telgte war. Da gibt es also so viele Hinweise in den Dokumenten, dass es gar keinen Zweifel gibt. Die ganze Kindheit habe er unter dem Schweigen gelitten, dem Makel, ein unehelich geborenes Kind zu sein. Norbert galt als wild, schwer erziehbar, ein Junge, der lieber in der Natur rumstrolchte, als zu lernen. Die Strafen im Heim waren hart. Und für jede Linie, die wir nicht lesen oder auswendig konnten, gab es einen durch die Finger. Und das hat sich sehr häufig wiederholt. Und da ich Lernschwächen hatte damals, muss ich sagen, habe ich sehr viel an Schlägen durch die Finger gekriegt. Schläge und Demütigungen waren an der Tagesordnung und wie überall in den Heimen mussten die Kinder hart arbeiten. Die Jungen in der Landwirtschaft. Die versprochenen 50 Pfennig pro Tag bekam Norbert nie. Am schlimmsten aber waren für ihn die sexuellen Übergriffe. Ein damaliger Priesteramtswärter nutzte Situationen wie im Ferienlager aus. Wirkliche Aufklärung, sagt Norbert Oeste, gibt es bis heute nicht. Onkel Franz wird heute noch verschwiegen, obwohl er noch lebt. Ich habe darum gebeten, also ein Gespräch mit ihm zu führen oder so. Es wird nicht zugelassen, er wird versteckt und fertig aus. 30 Ex-Heimkinder haben sich bis heute allein beim Vinzenzheim gemeldet. Jeder zweite berichtet, wie Norbert Oeste, von Missbrauch durch den einen und denselben Priester. Ohne Folgen. Ich hätte mir eine Rückmeldung gewünscht. So, vom Bistum Münster. Ich habe seinerzeit die Informationen weitergegeben. Und ja. Seitdem kann ich nur sagen, für diesen Priester ist das Bistum Münster zuständig und ja, ich kann dazu nichts sagen. Norbert Oeste will sich damit nicht zufrieden geben. Er will, dass die Kirche alles offenlegt, den Missbrauch und seine eigene Vergangenheit, die nach den Erzählungen seiner Mutter hier im Pfarrhaus der Gnadenkapelle in Telgte begann. So langsam resigniert man vor diesem Schweigen der Kirche. Kannst nicht mehr haben einfach. Und kriegt diesen Kreis nicht geschlossen von der Kirche zum. Es ist einfach nicht drin. Weil er einfach schweigt. Zur Aufarbeitung gehört für ihn aber auch Entschädigung. Er will, dass die Kirche zahlt, als Wiedergutmachung für das, was ihm angetan worden ist.